Einen schönen guten Abend zurück nach Deutschland. Beatrice, ist Cars jetzt der Coup, den Disney sich erhofft hat? Nicht so ganz. Der Film hat bislang hier in Amerika 234 Millionen Dollar eingespielt. Das ist zwar deutlich mehr als die anderen Neuerscheinungen dieses Jahr, aber, und das ist wichtig, weniger als die Analysten erwartet hatten. In Hollywood ist man halt, oder muss man halt immer besser sein als der letzte große Kassenknüller. Der liegt schon 2 Jahre zurück. Damals spielte Shrek 2 die sagenhafte Summe von 440 Millionen Dollar ein. Die Branche hat ja insgesamt Probleme. Welche Perspektiven haben die Anleger, die auf die Filmindustrie setzen wollen? Sie sollten vor allem auf das achten, was fernab der Kinokassen verdient wird. Die Filmstudios machen nur noch 30% des Umsatzes aus den Ticketerlösen. Weitaus mehr Geld verdienen sie mit DVD-Geschäft und Merchandising. Ein Drittel aller Spielzeuge, die in den USA verkauft werden, sind schon jetzt Lizenzprodukte der Filmindustrie, Tendenz steigend. Naja, nicht ganz rosige Aussichten. Welches Highlight wird denn für die kommende Woche auf dem Parkett gehandelt? Also, wir freuen uns jetzt erst einmal auf ein langes Wochenende. Die US-Börsen bleiben am Montag wegen Labor Day geschlossen. Danach dürfte sich das Augenmerk der Börsianer wohl vor allem auf die Schulranzen der Kids richten. Der Schulanfang ist hier in Amerika die zweitstärkste Einkaufssaison nach Weihnachten und also auch ein entsprechend wichtiger Indikator für die weitere Entwicklung der Konjunktur. Vielen Dank und einen schönen Tag nach New York. Bye-bye.